Hallo. Ja, heute ist wieder Losung und Lehrtextzeit für mich. Und heute ist ein Appell, ein Aufruf, um integer zu sein. Nun, wie würde die Bibel das formulieren, dass man integer sein soll? Da heißt es in den Sprüchen 11, Vers 13, wer als Verleumder umhergeht, gibt Vertrauliches preis. Wer aber verlässlich ist, behält Geheimnisse für sich. Aus den Sprüchen 11, Vers 13. Also, Verleumder, die umhergehen, geben Vertrauliches preis. Das ist, diese Leute sind nicht integer. Und ja, das bedeutet auch, dass so ein Mensch, dem kann man auch keine Geheimnisse anvertrauen. Nun, was sind Geheimnisse? Geheimnisse sind Dinge, die man nicht unbedingt jemandem sagen kann oder möchte, unter Umständen, weil sie für ihn selber nicht gut sind oder sogar Schaden anrichten. Ja, zum Beispiel, wenn man verraten würde, dass jemand adoptiert ist und er einfach sehr sensibel ist und mit diesem Geheimnis gar nicht richtig umgehen kann. Und da würde man natürlich einen ziemlichen Schaden anrichten. Nun, man mag über dieses Beispiel denken, wie man will, aber es gibt natürlich zig andere Beispiele, wo es gut ist, Geheimnisse geheim zu halten. Nun, aber es wird mal auch der Zeitpunkt kommen, wo alle Geheimnisse offenbar werden. Und davon spricht natürlich auch die Bibel. Aber wovon die Bibel auch spricht und was uns wirklich aufs Herz gelegt wird oder ans Herz oder aufs Herz oder beides, da heißt es, Paulus schreibt das an die Epheser, 4. Kapitel, Vers 15, da schreibt er, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, 15. Also, da ist wiederum der Appell, integer zu sein, wahrhaftig zu sein, ehrlich, aufrichtig. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, weil manches Mal ist scheinbar, aber auch nur scheinbar, ein einfacherer Ausweg, wenn man nicht ganz ehrlich ist, wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt. Aber das sind nicht Eigenschaften, die unbedingt einem Christen nachgesagt werden sollen, sondern uns soll nachgesagt werden, dass wir Menschen sind, die sich nach der Wahrheit orientieren, also wahrhaftig zu sein. Und derjenige, der wirklich die Wahrheit selbst ist, ist der Jesus Christus, von dem auch im Lehrtext hier die Rede ist, und er soll letzten Endes immer wieder unser Fokus, unser Orientierungspunkt, unser Nordpol sozusagen, Nordstern sein, nachdem wir uns ausrichten. Und auch heute wird es wahrscheinlich Möglichkeiten geben, ja, wo wir wahrhaftig sein dürfen, sollen, müssen. Und dazu möge uns der Herr auch helfen. Auch wenn das manches Mal nicht einfach ist, gell? Manches Mal tut die Wahrheit weh, aber man muss sie manches Mal auch wirklich ans Licht bringen. Ja, ich möchte nicht mit diesen kryptischen Bemerkungen hier zum Ende kommen, sondern einfach darauf hinweisen, dass es ein Privileg ist für uns, für diejenigen, die zu Jesus gehören, die Jesus als Erlöser, als den Wahrheitspol überhaupt erkannt haben und ihm nachfolgen dürfen. Und das ist ein Geschenk, das wir, ja, wo wir nicht mehr und nie mehr aufhören werden zu staunen. Und ich bin davon überzeugt, selbst in der Ewigkeit werden wir über diese Tatsachen und noch so manch anderes staunen. Über Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und übrigens, er hat auch dazu gefügt, dass niemand zum Vater kommt, denn nur durch ihn.
Und wenn du selber noch nicht zu Jesus gehörst, wenn dir das ein Rätsel ist, ja, wie gehört man denn zu Jesus, dann möchte ich dich einfach darauf hinweisen, dass Jesus lädt dich ein, dass du dich ihm anvertraust, dass du sein Wort ernst nimmst und auch als Wahrheit akzeptierst und dich von seinem Wort leiten lässt, weil er sagt, alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen. Und er ist derjenige, der dir neues und auch ewiges Leben geben kann. Und alle Schuld und Sünde, die dein Leben belasten und letzten Endes dich von Gott und von Jesus trennt, er ist der Einzige, der diese Trennung aufheben kann. Durch seine Vergebung, durch seine Versöhnung, die er dir auch heute anbietet. Und wenn du das schon erlebt hast und auch immer wieder erleben darfst, diese Gnade der Vergebung, dann freue dich darüber und bekenne es und bezeuge es, dass es diese Befreiung gibt. Also wie heute noch einmal den Losungstext. Wer als Verleumder umhergeht, gibt vertrauliches Preis. Wer aber verlässlich ist, behält Geheimnisse für sich. Sprüche 11, Vers 13. Und der Lehrtext: Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen. Also wachsen, ein Lebensprozess, ja? Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, zu Jesus hin, der das Haupt ist, Christus. Servus. The Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin that left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good I have, whereby thy grace to claim, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Amen. Yes, Jesus.